Und ich möchte, bevor wir auf die einzelnen Sorten eingehen, mal so ein bisschen erläutern, warum trinken wir eigentlich bestimmte Dinge nur zur Weihnachtszeit? Warum gibt es bestimmte Geschmäcker bei uns nur im November und im Dezember? Und da habe ich mal was mitgebracht. Und ich habe mir eure Anregung zu Herzen genommen und komme diesmal etwas näher an die Kamera und habe hier ein paar Sachen für euch. Das hier, vielleicht schon mal gesehen, das ist Kardamom. Sieht so aus, sind so grüne Kapseln da drin. Das sieht man jetzt gar nicht. Also in diesen Kapseln ist die Kardamomsaat enthalten und die riecht ziemlich zitronig, also ein bisschen pfeffrig dabei, sehr gewürzig, intensiv. Und das, was man im Handel kaufen kann, im Supermarkt, Kardamom, das ist im Prinzip, ist diese Saat hier innen drin gemahlen. So, Kardamom, klassischerweise gibt es in grün, in unserem Fall, zum Beispiel im Zimtapfel, sieht man den ganz deutlich. Den gibt es aber auch noch in schwarz. Schwarzen Kardamom nimmt man eher so zum Kochen. Also wenn Sie zum Beispiel vietnamesisch essen gehen, dann wird da häufig schwarzer Kardamom mit drin sein. Das nächste Gewürz, was ich mitgebracht habe, kennt eigentlich auch fast jeder. Ne? Ja, pechschwarz hier in der Kamera. Das sind würzig, holzig, harzig, intensiv, muskatartig. Das sind Nelken. Ist nicht mein Favorit, aber gehört definitiv zur Weihnachtszeit. Und das dritte, das hier, so klein geschreddert, kennt man das eigentlich nicht aus der Küche, sondern eher pulverförmig. Das riecht nach Glück, das riecht nach Zimt. Zurück zu den Gewürzen. Also Zimt, Nelke, Kardamom, Ingwer, Pfeffer, Sternanis. Das klingt nach Weihnachten. Und das hat historisch einen ganz einfachen Grund. Heutzutage, wenn wir in den Supermarkt gehen, Rewe, Edeka, Lidl, Aldi, Co., dann finden wir dort unendlich viel Gewürze in gemahlener Form, teilweise mittlerweile in Glasgefäßen oder gefriergetrocknet. Die kosten dann irgendwo so zwischen 1 und 4 Euro für so ein Päckchen Gewürze. Das ist nicht sehr teuer. Aber wenn wir mal historisch zurückgehen, so ein paar Jahrhunderte, dann kennen wir noch die klassischen Gewürzinseln, wie zum Beispiel Madagaskar. Da lag man nicht nur mit Pest an Bord vor, sondern da gab es vor allen Dingen Vanilleanbau und auch Zimt. Sri Lanka oder wie es früher hieß, Ceylon, ist ein klassisches Beispiel für Zimt. Und das waren historisch gesehen sehr, sehr, sehr teure Luxusgüter. Und heutzutage ist es relativ erschwinglich, sich Gewürze zu kaufen, ganzes Jahr über. Aber zu der Zeit, wo Gewürze wirklich mit dem Schiff um die halbe Welt transportiert wurden, da war das ein teures Gut. Und es gab eigentlich nur eine Zeit im Jahr, wo man das Geld hatte oder bereit war, dieses Geld auszugeben. Und das war die Weihnachtszeit. Das kennt man. Heute kostet, wir schenken uns nichts, durchschnittlich 38 Euro in Deutschland. Aber zur Weihnachtszeit, das war wirklich die einzige Zeit des Jahres, wo man bereit war, Geld auszugeben für teure Sachen, für Geschenke. Und Gewürze waren einfach teuer. Und deswegen konnte man nur in der Weihnachtszeit diese teuren Gewürze kaufen. Und das hat sich bis heute gehalten. Weswegen ich immer komisch angeguckt werde, wenn ich auch im Sommer irgendwas mit Zimt mache. Aber wenn Sie zum Beispiel mal nach Indien gehen oder Sri Lanka oder Vietnam oder Ähnliches, da findet man das ganze Jahr über Gewürze in allen Formen und Farben. Und ja, bei uns hat sich das einfach so festgesetzt, dass es ein Weihnachtsgewürz ist. Aber klassischerweise war das nur so, weil es immer teuer war.